SWR 2 Zeitwort. Ihr habt das Licht der Freiheit bewahrt, als der Arm des Würgeengels nach uns griff. Frankreichs damals bekanntester Dichter Louis Aragon dankt den Bürgern von Dieulefit. Er ist nicht der Einzige, der hier zwischen 1940 und 1944 vor Deportation und KZ gerettet worden ist. Das kleine Städtchen von nur 3.300 Einwohnern versteckt 1.500 Flüchtlinge. Es gibt keine einzige Denunziation. Viele nennen es das Wunder von Dieulefit. Dieulefit, wörtlich Gott hat's gemacht, ein idyllisch gelegener Luftkurort am Fuß der Alpen, der stolz ist auf seine Weltoffenheit. Geistiges Zentrum ist die Schule von Beauvallon. Hier beginnt das Wunder. Ganz besonders wichtig waren eben die drei Damen, die drei Feen des Internats von Beauvallon, Marguerite Soubiran und Catherine Kraft. Später kam Simone Mounier hinzu. Die deutsche Schriftstellerin Anna Thüne hat ihre Kindheit in den 50er Jahren in Dieulefit verbracht und später die Geschichte des Ortes mit aufgearbeitet. Auch die der drei Feen, die hier eine Reformschule nach dem Vorbild von Summerhill oder Montessori aufgebaut hatten. Sie hatten ihr Leben einem Menschenbild gewidmet, das human war, international, pazifistisch. Und das hat sie prädestiniert, in diesen schrecklichen Zeiten jüdische Kinder, Kinder von Widerstandskämpfern aufzunehmen und zu schützen. Offenbar sind alle drei so beeindruckende Persönlichkeiten, dass sie die gesellschaftliche Atmosphäre im ganzen Ort wesentlich mitprägen. Jedes Gemeinwesen braucht Menschen, die Orientierung geben in schwierigen Zeiten, die in der Lage sind, moralische Integrität zu behalten. Beaucoup de gens ordinaires, ce que vous appelez en allemand Stillhelden. Es gab hier ganz viele einfache Leute, die man in Deutschland stille Helden nennt, die dafür gesorgt haben, dass niemand verhaftet wurde. Bernard Delpal, Historiker aus Dieulefit. Zu diesen stillen Helden gehört etwa Jeanne Barnier, 22 Jahre jung und als Sekretärin des Bürgermeisters in einer Schlüsselposition. Irgendwann stand Marguerite Soubiran plötzlich bei uns im Büro und sagte, es sind eine Menge Leute bei mir, die versteckt werden müssen. Ich werde es irgendwie schaffen und du wirst mir falsche Papiere machen. Sie hat in ihrem Tagebuch geschrieben, dass sie mehrere Nächte nicht schlafen konnte. Man hatte ihr beigebracht, nicht zu lügen, loyal zu sein. Aber nachdem sie den Pastor befragt hat, entscheidet sie, sich mitzumachen. Sie ist eine der produktivsten Passfälscherinnen Frankreichs in dieser Zeit gewesen. Ihre gefälschten Ausweise sind weit über Dieulefit hinaus eine große Hilfe für viele Leute gewesen. Sie hat einen sehr wichtigen Satz gesagt. Das Schwierigste ist nicht, seine Pflicht zu tun. Das Schwierigste ist, zu wissen, was seine Pflicht ist. Schon im 17. Jahrhundert werden in der Gegend verfolgte protestantische Flüchtlinge aufgenommen. Das prägt ein Klima der Toleranz und einen positiven Anpassungsdruck auch auf die, die vielleicht gar nicht so tolerant sein wollen. Vielleicht hätte es Leute gegeben, die andere denunziert hätten. Denn die Vichy-Regierung hat für jeden verratenen Juden Geld gegeben. Und es gab hier viele arme Leute. Aber es ist nicht passiert. Das kann man soziale Kontrolle nennen. Man geht nicht so weit, sie mit einem Verrat in Lebensgefahr zu bringen. Das tut man einfach nicht. Das ist unanständig. So. Die Geschichte von Dieulefit ist sicher kein Wunder. Sie basiert auf dem Mut vieler Einzelner, aber eben auch auf einer lebendigen sozialen Gemeinschaft. Die spürt man übrigens bis heute. Angeblich gibt es hier eine ganze Reihe von Organisationen und Familien, die auch heute noch sans papier, Menschen ohne Papiere, Zuflucht geben. Es gibt einen wunderbaren Spruch, das sagt man hier oft, man braucht von allem etwas, um eine Welt zu schaffen.